Ich möchte euch heute ein bisschen was zum Thema Goldglas erzählen. Die Kombination von Gold und Glas beschäftigt die Glasmacher bereits seit der Antike. So habe ich vor 40 Jahren einmal Zwischengoldgläser entwickelt. Die Originale davon befinden sich in den Vatikanischen Museen oder in anderen antiken Museen auf der Erde. Und zwar haben frühe Christen zur Zeit der Christenverfolgung, also wir reden bis Konstantin, sogenannte Zwischengoldgläser, Glassiegel gefertigt, bei denen zwischen zwei heiße Glasblasen ein Blattgoldbild geschmolzen wurde. Die Blasen wurden abgeschlagen und dieses Bild wurde in den frischen Putz gedrückt und man konnte die Grabstätte wiederfinden. Ich zeige auch das gleich nochmal in groß. Im Schwerpunkt möchte ich aber ein bisschen was zu Studioglas und da der Kombination von Gold und Glas erzählen. Wenn man Glas heiß mit anderen Materialien kombiniert, ist das technisch immer relativ schwierig. Es hört sich einfach an, aber Glas verträgt sich nicht gut mit anderen Werkstoffen und so braucht es viel, viel Erfahrung, um dies insbesondere in Heißtechniken zu kombinieren. Herausragend gut und sicher beherrscht diese Technik Heiner Düsterhaus. Es ist ein Künstler, Jahrgang 1949 aus Paderborn, der sich über die Glasmalerei da herangetastet hat und er nimmt dünne Floatglasscheiben, also dünne Fensterglasscheiben, legt die übereinander und einzelne Scheiben bemalt er vorher mit Gold oder Platin oder auch Email. Die Scheiben werden gebrannt und dann eben geschichtet und im geschlossenen Ofen verschmolzen. Eine Besonderheit, einen deutlich aufwendigeren Kniff oder technisch komplizierteren Vorgang nutzt er noch bei seinen Skulpturen. Die werden ebenfalls im Temperofen geschichtet und verschmolzen, aber anschließend teilweise auf schiefen Ebenen weiter geformt, nur durch die Schwerkraft oder eben auch ganz bewusst geformt, indem Scherben und Scheiben übereinander gelegt werden. Ein Goldglas habe ich noch hier, das ist ein Stück von Jean-Paul van Lith. Ist ein Künstler aus der Provence, von der Côte d'Azur, war einer der führenden Keramiker und Glasgestalter Frankreichs, der leider seit einigen Jahren nicht mehr arbeitet. Er hat Glas und Gold kombiniert mit reiner Malerei, also reine Kalktechnik. Und zwar nimmt er Glasbruchstücke, Fundstücke und kollagiert die, verklebt die und fertigt daraus seine Skulpturen. Ich freue mich, dass ich hier noch ein letztes Stück, diese männliche Figur von ihm anbieten kann. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach melden, kurz anschreiben oder auf der Homepage gucken, da stehen noch ein paar Erklärungen mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis dann, tschüss.